Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing, und zwar der neuen Brand New School Box, die jetzt hier eingetroffen ist. Und ihr wisst, es ist die coolste Box von allen, nicht nur weil sie kühl ist, sondern so vom Inhalt her ist es auch ganz besonders interessant, lasst es mich so ausdrücken, statt cool, was in diesen Coolboxen drin ist. Und ich saß gerade hier so auf diesem Sessel und dachte mir so, boah, irgendwas stinkt hier, und ich befürchte, da ist so ein richtig heftiger Stinkekäse drin. Die Box ist zu, aber es stinkt hier wie der Tod. Ich mag ja manchen Stinkekäse, ne? Aber manche sind auch echt schlimm. Vor allem der Rand von so einem Appenzeller, der kann manchmal echt, das kann, wow, ganz übel sein. Und irgendwas da drin stinkt ganz gewaltig. Deswegen mache ich das jetzt hier mal ganz schnell auf und hoffentlich falle ich nicht in Ohnmacht. Denn ja, es ist echt mega am Stinken. So, vielleicht war sie auch länger nicht gekühlt. Ne, das stimmt nicht. Oh, hier doch. Ist alles richtig schön kuschelig kühl. Alter, was ist das denn? Alter, nee, weg mit dir. Oh nee, Leute, ich muss das Fenster aufmachen. Das geht ja mal gar nicht. Boah, ist aber... Boah, nee, die hätte ich nie aufmachen dürfen. Nee, also ich schauspiele jetzt hier nicht. Das ist wirklich ganz schlimm gerade. Es ist sicherlich nicht das hier, der Landliebe Pizzakäse, der hier drin ist. Es ist nämlich sanft aromatischer Gouda. Neu jetzt probieren. Ja, boah. Nee, der ist es nicht. Das sieht ganz interessant aus. Kann man machen. Als nächstes, ich greife mal wieder blindlings rein und zeige euch das hier. Fly No Milk Today Kakao Drink aus Erbsenprotein. Von Fly habe ich euch ja die Milchalternativen schon vorgestellt. Die waren super lecker. Man hat Angst, dass es nach Erbsen schmeckt. Tut es aber tatsächlich gar nicht. Und das hier ist ein Proteindrink. 60% weniger Zucker mit Datteln, Wasser, Erbsenprotein, Datteln, Rapsöl, Kakaopulver. Hier sind die Nährwerte. Ich würde sagen, das ist doch direkt ein Versuch wert, wie der so schmeckt. 20 Gramm Protein. Viel Protein. Riecht sehr schokoladig. Schmeckt sehr schokoladig. Hat so ein bisschen erbsigeren Geschmack. Aber jetzt überhaupt nicht unangenehm. Kann man auf jeden Fall machen. Weiter geht's. Boah, jetzt wird mir auch noch kalt hier, weil die kommt die kalte Luft von draußen rein. Fischglück, oh nee. Hering und Thunfisch, Happen mit Kapern in Soße à la Tonato. Sowas bin ich jetzt nicht so der größte Fan von. Ich hoffe, ich finde einen Abnehmer dafür. Ich habe sowas mal eine Zeit lang gerne gegessen, aber irgendwie dann irgendwann mochte ich es nicht mehr. Diese Fischdinge, wenn man so die Haut auch sieht, oh nee, das ist gruselig. Mögt ihr das? Nee. Als nächstes. Absolutely Alpro. Der ist sicherlich nicht neu, aber sehr lecker. Eine sehr leckere Joghurt-Alternative, die auch ein paar Umdrehungen hat, nämlich 6,1 Gramm Fett. Deswegen schmeckt sie auch ganz gut. Ein ausführliches Testvideo gibt es auf meinem YouTube-Kanal. Hier steht zwar noch neu drauf, das stimmt aber nicht. Den gibt es sicherlich schon seit einem Jahr oder 8-9 Monaten. Kann man aber auf jeden Fall machen. Ich finde den wirklich sehr gelungen. Ist mein Lieblingskokosjoghurt eigentlich. Und neulich der von Coconut Company. Coconut Collaboration oder so hieß der. Auch ebenfalls sehr lecker. Langsam ist der Gestank raus. Fruchtbuttermilch, Powered Up, Zitrone, Apfel, Ingwer. Damit ist es dann raus für mich. Ich mag überhaupt nichts mit Ingwer, außer irgendwelche indischen Curries. Aber Müller macht jetzt hier also einen auf Fruchtbuttermilch mit ja, Superfood oder extra tollen Sachen drin mit Ingwer. Kann sein, dass meine Mutter das mag. Ich kann damit gar nichts anfangen. Ingwer, das ist nicht so meins, aber es ist sicherlich ein interessanter Inhalt hier drin. Als nächstes haben wir das hier. Nordsee. Ach, schon wieder Fisch. Zarte Heringsfilets, mariniert in Zwiebeln mit rote Beete Note. Sag bloß, die haben eine rote Beete oder sowas reingemacht. Rote Beete Saftkonzentrat. Okay. Dann ist das vielleicht so eingelegt in so rote Beete Saftkonzentrat.
zarte Heringsfilet mariniert. Also das, wenn man die Augen zumacht, kann man sowas vielleicht essen. Aber ich mag so diese Optik von der Haut einfach nicht. Irgendwie, das war so eine kurze Phase, da konnte man das essen. Aber jetzt inzwischen, boah, mir ist kalt. Jetzt irgendwie nicht mehr so. Weiter geht's. Wir haben Mirée, französische Kräuter. Kann ich empfehlen. Da gibt es auch einen wunderbaren mit Curry von. Super lecker. Und der hier mit französische Kräuter. Sicherlich auch okay. Am besten auf Baguette. Ich weiß, es war jetzt nicht sonderlich gut französisch und war richtig schlecht. Ja, ja, ja. Aber ideal aufs Brot. Was sind das denn für Banausen? Vor allem nennt es Mirée. Soll französisch klingen. Und dann soll man es auf Brot essen. Banausen. Als nächstes haben wir das. Mega gut. Vegan. Hummus. Curry und Hanfpesto. Ich bin kein Freund davon, Hanf irgendwo reinzumachen, weil das eh nur so ein Trendfood ist und totaler Unsinn. Mega gut. Feinkost Pop. Aber Hummus, Curry, da kann ich auf jeden Fall was mit anfangen. Das sieht sehr interessant aus. Klingt super gut und wird bei Zeiten sicherlich ausprobiert. Kichererbsencreme mit Curry und 14% würzigen Tomatenhanfpesto. Das ist wohl das, was dann so oben hier so rötlich drauf schimmert. Dieses Pesto, was da dann, vielleicht ist das eher so oben drauf gemacht, weil so unten sieht man das eher nicht so. Klingt mega interessant, dieses mega gut. Als nächstes haben wir das hier. Ob der so am Stinken ist? Rotkäppchen Knuspertaler mit Gemüsepanade mit leckerem Gouda. Ey, hier ist eine Sache geiler als die andere. Also zumindest wenn man Fisch mag, gibt es bisher absolut nichts zu meckern. Was ist das hier? Erzeugnis mit Käse. Das ist schon mal interessant. Ein Erzeugnis mit Käse paniert mit Gemüsepanade vorfrittiert. Es ist 88% Gouda in dem 60% Erzeugnis mit Käse. Also es ist nicht Gouda, der paniert ist, sondern es ist ein Erzeugnis mit Käse, wo Käse drin ist. Und zwar 88% Gouda zum Beispiel und Mehl. Interessant, dann ist da innen drin das irgendwie mit Mehl, vielleicht damit es so ein bisschen mehr Stabilität hat, ist diese Käsemasse mit Mehl abgebunden worden. Aber das sieht interessant aus, das würde mich auch interessieren, wie das schmeckt. Wir probieren bitte. Ach, da haben wir ihn. Da haben wir ihn, das ist ein ganz böser. Das ist ein ganz böser, der Président Aromatique. Boah, nee, das ist echt schon too much für mich. Vor allem, wenn sowas dann so reif, besonders reif ist, dann ist das echt schlimm. Also ich mag so einige, ich hatte hier, glaube ich, mal einen jüngeren von, der war nicht ganz so schlimm. Aber der hier, der ist echt brutal. Den muss man so in so eine, am besten so eine Vakuumbox reinmachen, damit er da nicht rausstinkt. Die können trotzdem ganz lecker sein. Ich werde den natürlich auch probieren. Er ist fein würzig. Warum sind die nicht einfach ehrlich und sagen, dass das hier gerade echt, kommt hier nur so ein Totenkopf raus, dass das gerade echt übel am Müffeln ist. Knack und Back. Nichts Neues gibt es ein Video auf meinem YouTube-Kanal. Und nicht nur zu den Knack und Back Mini-Pizzen-Kit, sondern zu allen Knack und Back-Sachen gibt es auf meinem Kanal ein Video. Ich liebe Knack und Back. Und deswegen mag ich auch das Mini-Pizzen-Kit. Wobei ich persönlich eher der Fan von klassischen Brötchen, Croissants oder Milchbrötchen bin. Aber für so Mini-Pizzen ist das sicherlich gar nicht verkehrt. Ist quasi wie die Brötchen, dass man sie dann einfach so ein bisschen klammert und eine Tomatensauce dabei. Gar nicht mal so schlecht für diese Box. Also, geile Sachen drin. Bisher. Als nächstes Reibekuchen-Minis. Leckere Rezepte. Geriebene Kartoffeln, knusprig gebraten. Der Junge da mit dem Fußball, der mag das wohl auch. Kartoffeln, Zwiebeln, Rapsöl, Weizenmehl. Ich habe ewig keine Kartoffelpuffer mehr gegessen. Reibekuchen, da freue ich mich drauf. Die muss ich mal ausprobieren. Und zwar von Parmeier. Frisches, habe ich das nicht gerade schon mal gesagt? Frisches vom Bauernhof. Kartoffelmanufaktur Parmeier. Auf dem Grill. Wir hatten schon mal Pfannkuchen auf dem Grill gemacht. Übrigens würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesem Kanal hier ein Abo dalasst. Die Glocke aktivieren und natürlich auch gerne einen Daumen nach oben. Das unterstützt mich, dass ich weiterhin so viel quatsche und euch bespaße. Deswegen... da bin ich auf jeden Fall dankbar für, wenn das kommen würde. Und hier das letzte und definitiv ein Highlight, so wie ich das hier sehe. Ich kann es nicht aussprechen. Suburegi Ispanakli. Teigblätter, Gebäck mit Spinatfüllung. Pastry Borek. Borek. Wie heißt es denn dann auf Englisch? Borek. With Spinach Filling. Boah, Leute, der Käse ist echt. Der ist echt übel. Der ist richtig übel. Oh, Leute, geil. Dann kann man sich das hier so warm machen. Guck mal, wie geil es aussieht. Also, eine überragend gute Box mal wieder. Die Coolboxes, ich sag euch, die könnt ihr blind kaufen.
es war noch nie eine, ich habe glaube ich inzwischen 4, 5 Stück gehabt, es war noch nie eine dabei, die nicht überragend gut war. Ich müsste jetzt 3 Highlights wählen. Okay, dann würde ich definitiv die hier nehmen. Das habe ich gerade, glaube ich, schon so ein bisschen durchblicken lassen. Ich glaube auch diese Dinger hier, diese Rotkäppchen, da freue ich mich sehr drauf. Wenn ich das Knack und Back Mini Pizzen Kit nicht kennen würde, würde ich das nehmen. Und dann nehme ich jetzt die Reibekuchen. Also diese Sachen interessieren mich sehr, sehr, sehr. Da bin ich sehr gespannt drauf. Was wären eure Favoriten aus dieser Box gewesen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Der Alpo ist übrigens auch ziemlich geil. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und ciao.